die Musik hier. Ich krieg davon fast schon Gänsehaut. Hallo, Papa. Hey, yep. Hey, kannst du doch mal gehen. Oh, tschüss, Herr Gegner. Ah, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Guten Tag auch. Hier ist ein bisschen eng. Macht euch dünn. Kann dabei einen Schluck trinken hier. Hallo, jemand zu Hause? Es ist ein bisschen ruhig hier. Oha! Seht mal, was hier ist. Eine Kiste. Du versteckst das noch, finde ich. Hallo, Mensch. Wiederbeleben als Ohrring. Jupp, nehme ich mit. Ich finde diese Ohrringe-Materie sehr interessant. Die sind schon auf Maximum-Level und tun dafür halt einen Materie-Slot ersparen. Dafür könnt ihr halt kein anderes Accessoire ausrüsten. Muss man sich entscheiden, was man halt haben will. Will man die Materie haben oder will man ein anderes Accessoire haben? Das muss man sich für sich selbst entscheiden. Und ihr? Ich zähl auf dich. Macht da auch mit, oder? Wenn wir schon dabei sind. Darf ich wieder abgehen, oder? So richtig schnell. Schalten wir den Gang hoch. Schneller. Autsch. Alles ruhig hier, ja? Hui. Ja. Ups. Yep. Ah, tschüss, ich erstmal. Meins. Hey! Boom! Und nochmal. Dann übernimm. Jetzt kann ich hier das sein. Ich finde das toll, wie schnell die Leistung von Barrett hochgeht. Das ist krank. Das ist einfach nur crazy! Es ist noch nicht vorbei. Also wenn ihr schnellen Charakter haben wollt, schneller als Barrett, glaube ich, gibt's gar nicht. Obwohl, Yuffie mit Multiplikation kann das sehr gut mithalten im Hast-Modus. Definitiv. Also mal schauen, wo es hier weitergeht. Das hier sieht richtig aus. Ah, hier geht's wieder zum Hinsetzen. Das heißt, es gibt gleich wieder Spaß. Also diese Bank ist nicht umsonst da. Definitiv nicht. Wie viele noch? Ich gehe da noch nicht runter. Alles auf einmal erledigen, machen wir gleich. Ich sehe mich hier nur ein bisschen ganz kurz um. Es kann sein, dass hier eine Kiste versteckt ist oder so ein Material zum Einsammeln. Ne, immer schon zweimal, dreimal gucken. Oh, jetzt aber. Tux, wenn ihr hier seid, wir sind ganz in der Nähe. Hallöchen! Erstmal mit dem Tux kämpfen. Kann man machen. Nehmt doch nur ein paar Frösche. Und Echse. Oder ein paar Echsen. Hey, 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 hey. Gut, let's go. Das wird so nicht. Los geht's. Ei! Boing! Zack! Genug. Jetzt.
Ach, ich mag diese feste Offensive, die ist toll. Ah, weg mit den Fröschen. Weg. Reno, du weißt Bescheid. Hey, ihr zwei! Ich habe euch schon fast vermisst! Wow! Na, ihr beide? Er war blocken. So, Reno ist hier voll am Ausweichen. Aber was du nicht ausweichen kannst, ist Analyse! Auf Nummer 6. Reno und du, na ja, die beiden. Okay, er hat das Synchro fertig gehört. Er war liegen legen. Hey! Hat doch was seine Minen? Und ich habe eine schöne Konter! Ach, ist wie im ersten Teil, wie immer, der Konter. Macht ganz schön Aua. Oh ne, nicht Pyramide, nicht Pyramide. Ja, und jetzt? Hey, warte mal ein bisschen, mal schauen, was passiert. Gut, er macht sein Ding. Ich würde sagen, ich gehe mal auf. Nee, Lea. Oder nicht? Nein. Das war damit gemeint. Hui. Also er lädt das auf, eine Zeit lang. Und dann macht er Aua. Oh. Let's go. Hier ist windig. Na? Oh, darf ich die ja kaputt machen, bitte? Jetzt erst recht. Bis hier und nicht weiter. Nope. Also wenn man die nicht auffällt, die können ganz schön Aua machen. Das wird nicht. Aber die ganz schön Aua machen, ist so richtig. Aua. Gut, dass ich sehr viele Bieter dabei habe. Autsch. Ah, wie viel Brillenfunke? Ah, weg mit den Minen. Dankeschön. So geht das. Oh, nee. Anders. Oh, Reno, du kriegst so richtig auf die Fresse. Hey. Oh, danke. Ha. Huh.
Ha, ihr wollt eine Lektion mehr erteilen? Nicht mit mir. Ja, ich bin wieder von mir. Hui. Ganz wenig treffe ich im Leben bleibe. Ja. Na ja, let's go. Hey! Das war Reno. Jetzt kommst du dran, Blut. Ganz was aus. Autsch. Ich werde mal auf die Fresse kriegen. Ja, kann sich gut wehren. Ja, ja, kann sich gut wehren. Hey! Also immer so ein Konterschlag auf Lager. Aber mir doch ziemlich relativ. Jetzt ist wieder. Na ja, das wird wehtun. Ist immer der Stärkere von den beiden. Lass mich mal. Hopsi! Yep. Ah, schon der Konter, ein guter. Hm, Gravitas wirkt nicht. Soll ich sagen. Ein bisschen mehr Magie! Ja. Ich mache hier keine Überraschung. Angriff war schon mal besser, mein Guter. Ups. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen viel mehr. Geht doch. Das hier ist für Sektor 7. Hui. Danke, Partner. Klar, du hast dich in den Boden kaputt machen. Ah, Tago. Haben euch vermisst. Wir euch auch. Ey, gefeiert wird später, klar? Ja, jetzt kommt die Uhr wieder. Ticke-tack, ticke-tack, ticke-tack-tack-tack.
Also in diesem Tempel vergeht Raum und Zeit. Die Gesetze sind hier komplett anders. Na dann, weiter. Bist du sicher? Bitte? Wir müssen zurück zu den anderen. Wir dürfen jetzt erleben, was die drei Freunde hier erlebt haben, während Cloud, Tiff und Barrett Jux und Dullerei gemacht haben. Mal wieder. Da bin ich hier richtig. Ist alles hier so konfus. Na, gucken wir mal. Ja, jetzt. Ja. Was cool ist, ich habe noch ein bisschen Reserveenergie übrig. Yay! Ja, das war knapp. Oh, liebe Urdrache. Ich habe zwar keinen Wind für dich, aber ich habe Feuer. Oder hättest du lieber Eis? Eis kann man vergessen mit dem. Er ist zu mobil dafür. Also Eis ist eine Magie, die ist eher wirklich gut, wenn der Gegner sehr immobil ist. Aus kann man die leider vergessen. Auf Tschüssi! Wenn wir schon dabei sind, sammeln nicht vergessen. Wow. Das war sogar einiges. Holla. Jetzt gedacht, ein bisschen oder so, nix da. Okay, die Heiltränke kann ich vergessen. Die wirken ja fast gar nicht mehr. Yep. Yep. Oh, hier ist auch noch was zum Sammeln. Ich finde es, wie gesagt, cool, dass man hier hin und her wechseln darf. Dass man schön sieht, was die alle hier so mitmachen. Im Tempel. Ich vermisse noch was. Wow. Das sind Maschinenresultaten. Na, irgendwann kriegst du es hin. Erstmal hinsetzen, aber. Na komm. Njong. Okay, erstmal sammeln. Und ich frage, wie lange die Soldaten hier schon herumwirbeln. Ob denn schon schlecht wirst, ich weiß es nicht. Aber länger als 5 Minuten sind sie schon lange da drin. Ich meine, solange sie nicht gegen irgendwas knallen, haben sie ihren Spaß. Wenn man das so nennen kann. Ah, hier gibt es einiges zu sammeln. An Energie. Ich meine wirklich. So einiges. Und eine Materia. Eine grüne. Zerstörung. 2 Sterne. Hier geht's nicht weiter. Also falls man nicht genug Energie hat zu dem Zeitpunkt, man kriegt ja mehr als genug dazu geschickt. Was ziemlich gut ist. So, ich glaube, ich habe hier alles, fast alles abgegrast. Yep. Tränke. Gut, dann schauen wir mal, ob die Energie reicht. Für dieses Ding da oben. Sehr schön. Gönn dir so viel Energie, wie du haben willst. Na, du kriegst einiges. Sehr schön. Da ist ein Roter. Oder 2. Die sind also daran schuld. Lasst
explosionsfertig machen. Bin dabei. Zwei Wesen, die das Ganze umfärben und dadurch, naja, negieren. Tag auch, ihr stört. Let's go. Deiner hat Reflekt. Okay. Erstmal das Todesauge hier kümmern. Das ist der Blitzschwäche, ne? Ja. And let's go. Der Spaß beginnen. Autsch. Ihr wollt was für Stress? Bitteschön. Ja, die wollen richtig Stress. Bitteschön. Ganz dran. Let's go. Hilfe! Das sollte wehtun. Dass der das Knall hat überlebt, ey. Ah ja, dass der das Knall hat überlebt. Hey! Dankeschön. So, der hat Reflekt, das heißt, Magie kann ich vergessen. Und der hat einen Zugbieter. Und Yuffie ist versteinert. Habe ich Goldnasen dabei? Habe ich. Weil ich brauche sie mal, um diesen lustigen Freund hier zu analysieren. Wenn er sich lässt. Er ist ein bisschen hartnäckig. Let's go. Hektokulus. Wirksam Feuer, Eis, Blitz. Wenn er nicht gerade einen Refleck hat. Der hat Refleck. Jetzt nicht mehr. Was? Du darfst ihn mal einhetzen. Also wenn er keinen Reflekt hat, ist so, ja, machbar. Juhu! Hält nicht viel aus, aber ist nervig ohne Ende. So, erstmal einsammeln. Nicht vergessen. So, der hier ist jetzt grün, das heißt, das passt jetzt. Gut. Dann war noch auf der einen anderen Seite einer, der falsche Farbe hatte. Und dann sollte das Ganze passen. Ich habe gesehen, da hinten ist eine Kiste. Aber da komme ich noch nicht ran. Denke ich mal. Apropos Kiste. Hallo. Was? Bracing-Rahmen, Garmen? Nein. Wie heißt das Ding? Briesingamen, so irgendwie. Für den Angriff aus, je geringer die verbleibende B, desto höher der erteilte Schaden. Das klingt nach Aua. Also wenn Red 13 oder Nanaki sehr, sehr wenig HP hat, macht das ziemlich Aua. Aber passt so. Und die Waffe habe ich gerade gesehen, die hat sogar 7 Materie-Slots. Nice. Hep. Ah, Energie bitte, dankeschön. Darf man nicht vergessen. Ah, der hier ist grün, das heißt, der passt. Oh. Sagt der, und ist trotzdem ein Gegner. Hallo, liebe Sora. War da was? Bleibst du hier da? Dankeschön. Also die Orkanböen gegen die Sura von Yuffie. Nehme ich sehr gerne. Oh, wartet. Energie!
Ups. Also ich dachte jetzt ehrlich, das wäre mehr. Ganz im Ernst. So, ich habe hier doch auch einen überbesiegt, ne? Ich hoffe, ich verpasse die Energie jetzt von dem nicht, weil der war ein bisschen blöd gelegen gerade. Konnte ich jetzt nichts machen dagegen. Ja, ich hoffe, ich brauche die Energie nicht fast doch. Ja, habe ich ein Problem. Na, gucken wir mal. Hep, hep. Hallo. So. Bin ich hier richtig? Auch einfach mal weitergehen. Also sobald etwas zum Sammeln da liegt, bin ich richtig, würde ich sagen. Das passt schon so noch. Ah ja, noch mehr Sura. Juffi. Let's go! Oder was? Oh, mehr Energie. Also die Sura geben wirklich kaum Energie. Dafür, dass es so viele sind. Oh, ein Talisman der Zetra. Schau ich mir gleich an. Ein Talisman. Die Zetra-Ausrüstungsgegenstände waren jetzt bis jetzt nicht so derbe. Und der ist genauso. Warte, hier ist er. Oh, nee, der ist sogar... der ist sogar ziemlich gut. Wen gebe ich denn? Wer hat wenig Materie? Die haben alle sehr viele, bis auf Juffi. Ja, Helmet. Alter. 8 Materia-Slots. 8. Kleiner Fun-Fact. Im Original hat er eine Ausrüstung auch 8. Als Maximum. War selten, aber es war machbar. So, das Materialismus kann ich hier löschen. Einen Moment mal bitte. Du kommst hierher. Wiederbeleben kommt dann hierher. Das passt, dann machen wir mal... Ja, das passt auch. So, jetzt kann ich hier irgendwie alles reinhauen, wenn ich möchte. Hau mal FP-Boost rein. Dann kann Juffi die Materie leveln, die halt noch gelevelt werden muss. Weil es gibt ein paar, die brauchen wirklich sehr viele Erfahrungspunkte. Zum Beispiel Wiederbeleben. Ne, hier, 5000 Erfahrungspunkte braucht das Ding. Und mit FB-Boost kann man das ja verdoppeln. Oder hier Zerstörung. Okay, das ist bald fertig. Es gibt sicher irgendwas noch, was ich noch haben will. Lass mal sehen. Ich will jetzt nicht zu lange rumdrucken. Ich nehme einfach mal das Beste mit. Vision, Gebet. Ich habe sonst schon eins, aber mehr ist nie genug. Dann nehmen wir noch das hier mit. Und scroll, scroll, scroll. Sehr schön. Aber ich werde mich mal offscreen da mal ein bisschen mehr rumspielen, weil man kann so viele Kombinationen machen mit der Materia. Ein paar davon sind wirklich sehr crazy. Oh, das zum Sammeln ist sicher nicht umsonst das. So, jetzt ist die Frage. Wo ist dieser zweite rote Strahl? Ich würde mal sagen, da geht's lang. App. Ja, gib her. Danke. Stellt man sich am besten in die Mitte und in beides. Oder auch nicht. Obwohl, ich habe den gekriegt anscheinend. Weil der ist weg. Da gibt es eine Beheilung. Oh, mehr Sternfriede.
Also bitte, könnt ihr es mit den umfärben zu grün? Rot sieht ein bisschen extrem aus. Meint ihr nicht auch? Magie kann ich hier komplett vergessen. Also, bitte angreifen. Ah, let's go. Dam, dam. Steinen Blick, scharfen Blick. Was hättet ihr gerne? Ja, sobald die keinen Reflekt haben, kann man sich magisch angreifen, aber bis zu einem Zeitpunkt muss man sehr gut timen, sehe ich gerade. Also reinhauen! Ich hab die los. Hey, hu! Miau. Woo! Hast du weh? Miau. Also Magie wird die Schockleiste von denen auch sehr schnell aufladen. Oi, 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 oi. Bin sehr schnell, meine ich. Sehr schnell. Oh, tust du deinen Reflekt mal bitte weg? Das wäre sehr nett. Dankeschön. Hey! Ah, dankeschön. Für deine Teilnahme. Wartet. Bis schön. Grüße. Nervig. Super. Oh, Mann. Mit Lebensschwumpfeln. Einen Moment, ich sammle das hier noch ein. Ah. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe genug Energie. Ich habe ein paar... oder eine kleine Energie vergessen. Beziehungsweise irgendwie ist die hängen geblieben. Ich hoffe, dass... ja, macht mir keinen Stress. Na, gucken wir mal. Kiste hier. Ich denke mal, die ist erst verfügbar, wenn ich das hier gelöst habe. Also schauen wir mal. Hep. Moment, wo war es nochmal? Ah, ganz in der Nähe. Bin gleich da, bin gleich da. Aber wenn ich schon mal da bin, kann ich mich auch kurz heilen. Es fehlt zwar nicht viel MP, aber jedes bisschen zählt hier. Dankeschön. Ah, jetzt sollte es gehen. Na komm. Ah, braucht gar nicht so viel Energie, wie ich dachte. Braucht sogar relativ wenig. So hat sie ihn gerettet. Gut reagiert. Tiefer! Gibt sicher einen Weg. Lasst ihn uns suchen. Na klar gibt's einen Weg. Wir haben gesehen, dass sie schon zusammengekommen sind, aber wir wissen nicht halt wie. Jetzt will ich erstmal gucken. Naja. Jetzt gibt's auch einen Weg zu der Kiste da, die wir gerade gesehen haben. Ah, hi! Ihr wollt Stress? Bitte schön! War da was? Ah, ich mag den Angriff von Yuffie. Gegen so eine Masse ist das wirklich nice. Oh, gib mir die Kiste her, bitte, die ich schon gesehen habe. Schön. Ein Sternsplitter. Also die Frage, wie komme ich da hoch? Oh, schauen wir mal.
gibt einen Weg. Man muss ihn nur finden. Das sieht sehr merkwürdig aus da vorne. Oder muss ich von unten das angehen? Einen Moment. Ich hab's gleich, es kann ich nur Stunden hat schon. Oh, wartet. Dankeschön. Ich wollte das noch mitgehen lassen, die Energie, die hier rumgelegen ist. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich die Musik so ein bisschen länger höre, die erinnert mich ein bisschen so... ein bisschen... eine Mischung aus Final Fantasy 12 und 7. Wenn ihr denkt, von wo aus 12? Tja, ja, es gab so einen riesigen Kristall, den ich dort nicht besonders mochte. Erinnert mich ein bisschen dran, es ist jetzt zwar nicht perfekt, so, aber es erinnert mich daran. Bird und Reno sind aber ganz schön spät dran. Ja, länger können wir nicht warten. Hm? Traust mir wohl nichts zu, was? Ganz und gar nicht. Im Gegenteil sogar. Ich bin ihr größter Fan. Das ist eine riesige Ehre für mich. Wirklich. Warten Sie auf mich! Hallo! Lass sie. Wir gehen. Nicht so schnell! Diese Angsthasen wollen sich wohl davonstehen! Mit Verlaub. Es geht um unseren Ruf. Na, also geht doch! Am Eingang waren Flaggen. Nicht gesehen. Das verheißene Land ist jetzt Shinra-Gebiet. Also gibt's ja auch für Zetra nichts mehr zu melden. Da sagst du. Wo ist der Rest von euch? Habt ihr euch etwa verlaufen? Wir sind mehr als ihr. Vergesst das nicht. Ach ja? Mir doch egal. Der Chef und ich sind zusammen nämlich unschlagbar. Die Zetra muss leben. Jetzt versuchen. Hier gibt's auch einen Kampf. Harris, mach es uns einfach. Gut, let's go! Ja, die Ende kann schon, aber das Zehnkampf ist was Neues. Oh, erstmal, Artelyse, bitteschön. Anführer der Turks, der gute Zunk. Mal lesen, was hier so steht. Gut, jetzt sagen Elena zuerst. Die ist leichter zu schocken, wenn man sich das so durchliest. Erstmal Feuer! Let's go! Ah ja, Elena ist leichter zu schocken. Juhu! Ja, Spaß beginnen! Das war so richtig! Joink, 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 joink. Da! Zeng sagt, die Zettel muss leben. Was macht er? Erstmal Eris angreifen. Läuft bei ihm! Hey! Zack, zack, zack! Doch! Jeder kann dich aufhalten. Blitze! Soll wehtun! Und zwar so richtig. Bitte schön. Elena, Formation. Auf geht's! Oi. Die greifen ja synchron an.
Wie lange haben wir das geübt? Ich glaube, lang genug. Nee, das sieht ziemlich schwierig aus. Warte. Wing. Erstmal Heilung. Bitte. Ja. Und jetzt kannst du losgehen. Wollt ihr schöne Angriffe sehen? Hier gibt es sie! Kalt! Alter, Eis macht da richtig Aua. Kadum! Njo. Juhu! Die ist noch immer da. Hey, Joppa! Ja, tschüssi! Das war Nummer 1. Jetzt bist du dran. Ich will schon einen anderen dann. Njong! Also? Ich meine, er macht auch nur seinen Job, ne, so gesehen. Aber nicht mit mir. Das wird auch noch sein. Ach, hau ruhig zu, machst mir keinen Schaden mehr. Er hat eine Eisschwäche, okay. Interessant, dass die Turks eine Eisschwäche haben, aber die normalen schienen ihre Leute eine Feuerschwäche. Yep. Kalt! Njong. Mehr Laser braucht das Land. Sehr schön. Uiuiui, da wollte gerade Elena wieder beleben. Und hat's gut geschafft. Tja, bringt da nur nichts, der Guten. Achtung, tschüss. Und Elena, du mit deiner Phönixfeder. Wenn sie auch noch eine hat, könnte es ein Endloskampf werden, theoretisch. Aber ich glaube, die ja, wird hier auseinandergenommen bis sonst was. So, richtig. Oder auch nicht. Oi. Ah, sie kann doch mehr, als sie es scheint. Gut. Geht doch. Ihr seid besiegt! Sir! Gehen Sie vor! Macht denn! Bei meiner Ehre als Türk. Ihr kommt hier nicht durch! Na endlich! Haben euch vermisst. Wir euch auch. Ey, gefeiert wird später, klar? Oh.
fürchte dich nicht. Du kehrst nur zum Planeten zurück. Cloud, es reicht. Gruselig. Eins von den Schweinen hat sich abgesetzt. Wir müssen uns beeilen. Ja, hinterher. Versteht euch nicht. Der Tod. Das ist mal eine Aussage, Vincent. Und ja, Cloud ist dezent gruselig. Erstmal heilen. Oh, wo wir schon bei heilen sind. Das hätte ich mir sparen können. Yay. Super. Na gut, man sollte vielleicht erst schauen, dass so eine Sitzbank da ist oder nicht.